Ja, liebe Patienten, herzlich willkommen zu unserer nächsten Videosession hier aus der Praxis. Diesmal möchte ich eine kleine technische Neuerung vorstellen, die auf den ersten Blick nicht so spektakulär wirkt, aber für Sie als Patient letztlich einen wahnsinnigen Komfortgewinn darbietet. Und zwar ist das das neue EMS Prophylaxis Master, das wir bei uns in der Prophylaxe einsetzen. Die Prophylaxe ist ja bei uns ein großes Standbein in der Praxis. Letztlich dient sie zum einen der Bekämpfung der Parodontitis in der Langzeittherapie. Dann diente sie auch letztlich der Gesunderhaltung der vorhandenen Zähne bei Patienten, die kariesfrei sind und das möglichst auch lange bleiben wollen und sollen, was ja auch das primäre Ziel der Zahnmedizin ist. Bei Patienten, die schon zahnärztliche Versorgung, Kronen, Brücken, Implantate oder Prothesen haben, dient natürlich die Prophylaxe der Aufrechterhaltung dieser Rekonstruktion, um hier einen langfristigen zahnärztlichen Erfolg eben zu erzielen. Viele Patienten haben in der Prophylaxe häufig darüber geklagt, dass empfindliche Zahnhälse, speziell mit den Pulverstrahlgeräten, mit den Wassergeräten oder auch bei Verwendung von Ultraschall sehr empfindlich reagieren. Die Firma EMS hat hier jetzt endlich eine Neuerung eingeführt. Zwei wirklich kleine Dinge. Und zum einen arbeitet sie mit erwärmtem Wasser. Das heißt, das Wasser, das verwendet wird in der Mundhöhle, ist nicht mehr kalt, sondern es ist körperwarm. Ihre Zähne werden also keinen Kälteschock mehr bekommen, sondern sie werden umspült wie mit eben lauwarmem Wasser. Das Ganze gilt auch eben für die Pulverreinigung von Verfärbung, Tee und Ähnlichem, wenn man wieder schöne, weiße, glänzende Zähne haben möchte. Dann wird hier eben mit warmen Flüssigkeiten gearbeitet. Das Weitere ist eben, dass der Ultraschall für hartnäckigen Zahnstein anders arbeitet. Er tackert nicht mehr wie ein Specht, wenn ich das mal so frei sagen darf, wie bei älteren Geräten, sondern letztlich wischt er einfach den Zahnstein weg und man hat deutlich weniger Empfindlichkeiten am Zahn während der Behandlung und auch danach. Wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne ein Feedback geben bei Ihrer nächsten Prophylaxe-Sitzung, ob dieses Gerät Ihnen zusagt, ob Sie hier eine Veränderung oder einen Mehrkomfort gespürt haben. Und für Patienten, die das noch nicht kennen, dieses Gerät, lade ich Sie herzlich ein. Machen Sie einen Termin bei uns in der Praxis zur Prophylaxe und zur anschließenden zahnärztlichen Kontrolle. Sie haben dann letztlich einmal Ihren zahnärztlichen Besuch im Jahr absolviert und Sie sind sicher mit der Prophylaxe, dass Sie etwas Gutes für Ihre Zahngesundheit getan haben.